Tja, Freunde, was soll ich sagen? Herr Özil, mir hat's getan. Früher als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass er sich doch nicht so viel Zeit lässt, in Anführungsstrichen, es ist eigentlich ja schon für viele viel zu spät, dass man jetzt diese 4% nächstes Jahr seiner Flächen nicht stilllegen muss. Wow! Aber er hat ganz fett betont, das ist eine absolute Ausnahme. Und wollen wir mal sehen, ob das eine absolute Ausnahme bleibt, weil der Hunger wird nicht weniger auf der Welt, im Gegenteil, der wird mehr werden. Ich weiß nicht, ob ihm klar ist, was gerade wirklich los ist auf der Welt. Und ich finde es ja auch abenteuerlich, ne, dass es dann so lange braucht, bis so ein Ideologe das einsieht. Viel schlimmer finde ich es ja bei den AKWs. Da werden wir es ja auch sehen. Ja? Die werden dann auch nachgeben. Die Grünen, auch die Sozen. Irgendwann werden sie auch checken. Mensch, ist doch der alles doch so scheiße. Weil ich habe heute gelesen, jeder Zehnte hat sich schon einen Heizungslüfter gekauft. E-Heizungslüfter. Und das wird ja spannend dann, wenn wir, wie gesagt, die AKWs abschalten. Und im Dezember könnte das Gas schon knapp werden, habe ich heute von der Müller gehört. Wahnsinn. Und dann wollen wir mal gucken, wenn die PV-Anlagen, wie gesagt, mit Schnee bedeckt sind, kein Wind weht und die letzten drei AKWs weg sind und all ihren Heizlüfter einstecken, weil kein Gas mehr da ist. Das wird kuschelig, ist total genial. Und ich frage mich allen Ernstes, sag mal Leute, liebe Politiker, wir sehen doch jetzt, dass diese Sanktionen gegen diesen bösen Russen gar nichts, aber auch gar nichts bringen, außer uns selbst zu schaden. Ja, ein NATO-Mitglied stellt sich mit Herrn Putin hin, shake hands, macht dann Wirtschaftsverträge mit dem und kauft dann dort bei ihm jetzt in Zukunft das Gas, um es dann über die Türkei nach Europa zu verkaufen. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich glaube langsam, wir werden von der Muppet Show regiert. Aber so bekloppt werden die auch nicht. Aber es wird kuschelig werden, wie gesagt, im Winter und auch dann werden die Ideologen, mein Gott, wie oft ich dieses Wort schon gesagt habe, auch einsehen, dass das alles ein Gehirnfurz ist, was hier gerade läuft. Aber schade, dass es immer erst so wehtun muss und man sich sicherlich davon nicht so leicht erholen wird, wenn die Wirtschaft hier dann komplett im Arsch ist, wenn wir kein Gas mehr haben und auch kein Strom mehr haben. Aber wir haben ja kein Stromproblem. Liebe Grüße, Ricarda. Fütti.